Mein Name ist Oliver Brandt, ich bin Repetitor der KISS Akademie und heute geht es um die Darstellung von Streitigkeiten in Examensklausuren. Das ist ja auch immer so ein Problem, wenn ich jetzt weiß, da ist ein Problem, da ist ein Streit und der ist hier auch entscheidungserheblich, wie stelle ich das dar, wie bereite ich das auf? Dazu ein paar kleine Vorüberlegungen. Der Prüfer will nicht sehen, dass wir einfach irgendwas unreflektiert auswendig gelernt haben und das jetzt einfach nur abspielen. Auch wenn das im Einzelfall vielleicht manchmal durchaus der Fall sein kann. Das soll lebendig wirken. Deshalb ist es nicht gut, Formulierungen zu verwenden wie Professor Knippelbums hat in der Festschrift von 1976 Folgendes ausgeführt. Oder der BGH hat im, was weiß ich, 23. Band das und das und das entschieden. Warum? Das ist klar, das hat man nur auswendig gelernt. Es ist aber auch nicht so gut, mit so Theorienamen zu arbeiten. Also zum Beispiel nach der Befugnistheorie muss man rechtlich befugt sein, über fremdes Vermögen zu verfügen. Das wirkt auch auswendig gelernt. Geschickter ist, das als Fragestellung aufzuwerfen und scheinbar frei zu argumentieren. Also wenn es, ich bleibe bei dem Beispiel, die Frage geht, Zurechnung, Dreiecksbetrug, ja, gibt es ja diese Befugnistheorie und die Lagertheorie, dann ist es sozusagen, was man sagen könnte, einerseits kann man ausschließlich darauf abstellen, ob derjenige rechtlich befugt war, über fremdes Vermögen zu verfügen. Dafür spricht bum, 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 bum. Dann kann man sagen, dies überzeugt jedoch nicht, es muss ausreichend sein, dass er aufgrund einer tatsächlichen Obhutsbeziehung zur Sache im Lager des Geschädigten stand. Dafür spricht bum, 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 das überzeugt, weil bum, 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 bum. Was will ich damit deutlich machen? Da kommen die Schlüsselbegriffe, Befugnis, Lager, aber sie sind halt im Satz eingebaut. Ja, also tendenziell eher Theoriennamen weglassen, dann liegt man auch manchmal daneben. Ist das jetzt die Befugnistheorie oder die Lehre von der richtigen Befugnis oder die Befugnislehre? Und dann hat man vielleicht noch den falschen Begriff erwischt und Professor X, der das gerade kontrolliert, denkt in dem Moment, na, das nennt man doch aber anders. Ja? Und es wirkt halt auch nicht so auswendig gelernt. Wie sieht es aus mit den einzelnen Argumenten? Da gerade im Strafrecht sind ja beispielsweise die Streitigkeiten sehr ausgetreten und die Argumente auch fast alle mal dann für den einzelnen Streit sehr genau bekannt. Da fahre ich persönlich eine Doppelstrategie, also ich stelle immer die Standardargumente vor, sodass auch derjenige, der zum Beispiel gar nicht so sehr gerade zum Anfang so eine Begeisterung für Strafrecht hat oder so ein Verständnis, die wirklich theoretisch auswendig lernen kann. Zusätzlich, und das ist eigentlich noch viel entscheidender, Verständnis geht immer vor Wissen, lernt man allerdings auch in einem Repetitorium Argumente auch selber herzuleiten und auch Standardargumentation zu entwickeln. Dann muss man weniger auswendig lernen und kann mehr damit arbeiten. Also immer wieder mit dem Wortlaut, mit der Systematik, mit der Historie, das ist eigentlich schon immer auswendig gelernt, weil historisches Wissen kann man nicht so haben, und vor allen Dingen dem Sinn und Zweck der Norm zu arbeiten. Ja, das erleichtert einen das. Das heißt, die Argumente, ja, und das ist auch ganz wichtig, beim Hauptstreit Argumente zu bringen, nicht einfach sofort auf die herrschende Meinung überzuschwenken und die einfach zu vertreten, sondern zu erklären, warum das Problem da ist, warum man es anders sehen könnte und warum es aber richtig ist, das dann doch wieder anders zu sehen. Ja, dass man das entsprechend darstellt und entsprechend aufbereitet. Je nachdem, wie wichtig der Streit ist, desto ausführlicher mache ich das. Ja. Und was man auch überlegen sollte, welche Ansicht man folgt, da ist natürlich immer entscheidend, ist das jetzt ein wegweisender Streit, also der wirklich Folgekonsequenzen für meine restliche Klausurlösung hat, dann würde ich natürlich klausurtaktisch eher nicht den Weg vertreten, wonach die nächsten Absätze total im Sachverhalt irrelevant sind und ich bin irgendwie nach 2 Stunden fertig, dann würde ich eher der anderen Ansicht folgen. Wenn das allerdings keine weiteren Auswirkungen praktischer hat, ja, gibt es durchaus bei manchen Streitigkeiten, dann ist es entweder das eine liegt oder das andere und damit ist Schluss. Da wirkt es sich nicht weiter aus, dann ist man theoretisch im Examen frei. Wobei die Tendenz dazu immer geht, eher der herrschenden Meinung zu folgen, weil die Lösungsskizzen sind natürlich auch eher auf der herrschenden Meinung aufgebaut, ja, und vertreten eher das. Und man weiß nicht, wie weit die Minderansichten benannt sind, dass man eher der Ansicht folgen sollte. Aber da ist man dann zumindest freier und kann das auch entsprechend frei entscheiden. Ein Schritt noch, und das ist ganz wichtig, als allererstes, bevor ich so einen Streit ausbreite, immer noch mal überlegen, ist der hier wirklich relevant? Wenn das nämlich gar nicht wirklich diese Situation ist oder beide Ansichten oder alle 3 Ansichten kommen zum gleichen Ergebnis, der Streit ist also nicht entscheidungserheblich, dann sollte ich den im Examen nicht ausführlich darstellen.
dann reiße ich das maximal kurz an, was ich sage, dann gibt es ein Problem, aber unabhängig, ob so oder so oder so, ja, es liegt hier vor, weil, oder es liegt nicht vor, weil, bumm, dass ich das kurz halte, dann weiß zwar der Prüfer, ich weiß, das ist ein Problem, aber ich habe auch erkannt, das ist hier nicht erheblich, das ist ganz wichtig. Ich sehe immer wieder Examensklausuren, wo ein Streit wunderbar dargestellt wird, was weiß ich, Rechtsfolge des Erlaubnis-Tatbestandsirrtums über 4 Seiten, war aber gar keiner. Ja, so, dann war das natürlich alles überflüssig und streng genommen sogar falsch, ja, was dazu dargestellt wurde. Deshalb ganz wichtig, die erste Überlegung, ist es überhaupt dieses Problem, ist das entscheidungsheblich an der richtigen Stelle, und wenn das feststeht, dann argumentieren, aber lebendig nenne ich das Argumentieren, also nicht einfach seifenig auswendig gelernt aussehen, sondern muss halt wirklich, ja, sozusagen lebendig wirken. Das ist die Idealdarstellung, ja, und dann holt man da am meisten Punkte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir von der KISS Akademie wünschen euch jedenfalls viel Spaß und viel Erfolg bei der Examensvorbereitung.